Autobahn A44 bei Wehretal, Reichensachsen, Neubau Trimbergtunnel unter uns, dann Richtung Wehretal, Reichensachsen, die neue Autobahnbrücke über die Eisenbahnlinie hinweg, Richtung Schürzebergtunnel hinten rechts. Hier vorne ist der Eingang vom Trimbergtunnel bei Reichensachsen. Im Hintergrund ist Reichensachsen zu sehen. Dann dahinter der Höhenzug ist der Hunsrück mit dem Lotsenkopf. Unterhalb des Kranes sieht man auch die blaue Kuppe. Ganz hinten links vom Kran, schlecht zu erkennen, ist der Leuchtberg. Dahinter der Höfensberg und links das helle Gebäude oder der helle Höhenzug ist Heuberg von Ischwege. Weiter links oben die Grebendorfer Berge mit Hitzelrode. Hier unter uns A44 Neubau bei Wehretal, Reichensachsen, Trimbergtunnel mit der großen Autobahnbrücke Richtung Schürzebergtunnel. Es ist Ende Februar, es herrscht ein eisiger Ostwind und die Bauarbeiten ruhen heute am Sonntag. Ende Februar 2018, Trimbergtunnel bei Wehretal, Reichensachsen, A44.